Hallo, liebe Trending Topics-Zuseher. Hast du vielleicht einen Balkon oder einen kleinen Garten im Süden oder Westen von Wien? Dann stehen die Chancen gut, dass die Bienen aus dem Stock neben mir bei euch Blütenstaub sammeln. Auch viele Nutzpflanzen brauchen Bienen zur Bestäubung, die Population ist aber stark rückläufig. Das Wiener Startup Hektar Nektar will das ändern. Ich treffe mich jetzt mit einem der Gründer, Martin Poreda, und er erklärt mir, wie die Pläne des Startups genau aussehen. Bis gleich! Euer erstes Startup war eine Bewertungsplattform für Arbeitgeber. Wie kommt ihr auf das Thema Bienen? Wie sagt man so schön, wie die Mutter zum Kind. Das Thema wurde an uns herangetragen und zwar auch das Bienensterben bis vor kurzem, bis vor einem Jahr überhaupt nicht so bewusst. Und ein Imker hat sich an uns gewendet, dass er Unterstützung bei seiner Imkerei braucht, auf digitale Art und Weise. Da ging es um, wie soll er seinen Webauftritt gestalten, wie kann er einen Online-Shop initiieren. Und wir haben das als Mentoren bei ihm gemacht. Und so sind wir eigentlich auf das Thema Bienen gekommen und das hat wieder unsere Leidenschaft nach Kununu entfacht. Ihr wollt mit einer Online-Plattform dem Bienensterben entgegenwirken. Wie soll das genau funktionieren? Also das Thema heutzutage ist, dass überall zu lesen ist, dass es ein Bienensterben gibt, aber man liest nicht, was man dagegen tun kann. Und wir setzen mit Hektar Nektar eben darauf, die Imker zu unterstützen, weil das die Multiplikatoren sind, wenn es um mehr Bienen auf der Welt geht. Weil die Bienen alleine können sich nicht vermehren. Und wir unterstützen die Imker, geben ihnen Bienenvölker und ein Starter-Set, wenn sie ausgebildet sind. Und dann schaffen sie es aus einem Bienenvolk, das sie bekommen haben, das zweite, dritte, vierte und fünfte zu machen. Und das ist dann das echte Bienenwachstum, den wir mit Hektar Nektar initiieren wollen. Ihr habt auch einen Online-Marktplatz für Bienen. Wie kann man sich das vorstellen? Tatsächlich haben wir den weltweit ersten Online-Marktplatz für Bienenhandel gebaut, was von allen Produkten eigentlich selbstverständlich ist, dass man sortieren kann, dass man filtern kann. Das gab es in der Imkerei nicht, das sehr, sehr unterdigitalisiert ist. Und jetzt kann man auf unserem Marktplatz nach Bienenrasse, nach Rähmchenformat, das sind ja diese Dinge, auf denen die Bienen ihre Waben bauen, sortieren. Man kann nach Zustellung oder Abholung sortieren, man bezahlt online. All das gab es bis jetzt in der Imkerei nicht und seit Hektar Nektar gibt es das jetzt. Wie transportiert ihr Bienenvölker? Tatsächlich war das eine Herausforderung. Und wenn man am Anfang, bevor wir den Marktplatz gebaut haben, haben wir zuerst andere Fragen beantworten müssen, nämlich wenn wir Bienen transportieren wollen, dann mit welchem Logistikunternehmen, weil das sind lebende Tiere, und in welcher Verpackungsweise. Und jetzt haben wir ein Logistikunternehmen, das normalerweise für Organtransporte zuständig ist. Da geht es ja auch um Geschwindigkeit und Kühlkette. Und jetzt wird zum Beispiel mit einem pochenden Herzen auch noch ein Bienenvolk verschickt, wenn man das überspitzt umschreiben möchte. Aber tatsächlich innerhalb von 24 Stunden werden Bienen von Wien nach Hamburg versendet und sie kommen lebend an und sind ganz happy darüber. Das Problem, das man beim Bienentransport lösen muss, ist, die Bienen brauchen Platz und viel Luft, damit sie nicht überhitzen. Zusätzlich gibt es 800 dieser Rähmchenformate, weil jeder Imker glaubt, er hat die perfekte Lösung für die Bienenzucht. Und das Problem mussten wir vor dem Marktplatz lösen. Durch einen verstellbaren Steg sind sie auf alle Rähmchenformate anwendbar. Du musst dir vorstellen, auf dem Rähmchen sitzen 5000 Bienchen, werden hier eingehemmt. Diese Verpackung kommt in einen Überkarton, weil wir haben ja gesagt, sie brauchen Luft und Platz. Werden hier reingesteckt, werden hier fixiert. Das sieht dann von oben so aus. Sauber hier und hier verkleben. Dann gibt es zahlreiche Vorschriften, die man bei Lebendtiertransporten beachten muss. Und so gehen Bienchen innerhalb von 24 Stunden auf Reisen. Ja,
Ihr habt heuer ein Investment von einem deutschen Verlag bekommen und eine Förderung in Österreich. Was habt ihr mit dem Geld vor? Wachstum ist ja mal das, was man als Startup ja sowieso immer vorhat. Und wir werden es in Personal stecken und Marktbearbeitung Österreich und Deutschland. Sehr, sehr stark Marketing und PR. Wie verdient ihr Geld? Wie schaut euer Geschäftsmodell aus? Beim Marktplatz ist es eine ganz normale Transaktionsgebühr im üblichen Prozentausmaß. Und bei Projekt 2028 haben wir die Logistik inne, um eben die Bienenvölker zu transportieren zu den richtigen Imkern, die auf unserer Plattform sowieso schon präsent sind. Und durch die Masse, die wir generieren werden, können wir einfach Material günstiger einkaufen und es bleibt die Logistikspanne bei Hektar Nektar hängen. Wie sehen eure Pläne für die nächsten 2 bis 3 Jahre aus? Wir wollen ein Team aufbauen von bis zu 12 Personen. Mit denen wollen wir den deutschsprachigen Raum Projekt 2028 bearbeiten. Und mit jedem Tag kommen wir drauf, was man noch tun kann, Gutes tun könnte in der Imkerei. Da geht es um Themen wie eine Bestäubungsbörse, da geht es um einen Gebrauchtmarkt, der funktioniert, da geht es um Standplatzvermietung, also zum Beispiel einen Platz zu finden für ein Bienenvolk, das man aufstellen möchte. All das sind Themen, die Imkerinnen beschäftigen und da hat Hektar Nektar noch viel, viel zu tun. Vor welchen Herausforderungen steht ihr bei einer Internationalisierung? Ich habe es nie als Herausforderung gesehen, sondern als tägliches Brot eines Startups. Gute Frage. Das ist Startup-Arbeit. Es ist keine Herausforderung, es ist einfach unser Job.